Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich auf meiner Station. Auch in dieser Woche gibt es ein Event und die letzten beiden Events, die neben dem Geschichtsevent gelaufen sind, fand ich ja nicht so prickelnd. Das in dieser Woche soll ein wenig anders geartet sein. Es ist auch ein Marathon. Sprich, man kann sich hier Lorbeeren verdienen, also mitmachen zu gewinnen, wenn man möglichst schnell ist und hier 400 Smaragde, 600, der Sieger wird 600 kriegen, beziehungsweise 200 Smaragde für den Dritten zu gewinnen. Die Zeit läuft ab dem Moment, wo man das Gebiet betritt. Und dann muss man es so schnell wie möglich abräumen oder kann es so schnell wie möglich abräumen, wenn man das machen möchte. Wenn man kein Interesse hat, dann darf man es auch ganz normal spielen, wie sonst auch, ohne Wettbewerb. Diesmal neu ist, es gibt dann auch Gruppen. Man wird zu einer Gruppe dazugepackt und kann dann auch noch mit der Gruppe irgendwie gewinnen. Da ich aber jetzt noch nicht in diesem Gebiet war, bin ich auch nicht zugewiesen. Also jeder wird zugewiesen. Aber wenn man natürlich sich nicht beeilt, dann ist man irgendwo auf Platz, was weiß ich, 100.000. Und ist sowieso egal, es geht wirklich nur um die, die gerne hier ganz schnell mitmachen wollen. Und ihr seht, es ist so, ja, so in, also die beste Zeit, die ich gesehen habe, waren 22 Minuten. Nicht hier auf dem Server, sondern woanders. Ich denke mal, im Lauf der Woche könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht sogar noch, da sich noch etwas ändert, dass manche noch ein bisschen schneller sind. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich mache mir das natürlich nicht so stressig, sondern ich fahre einfach hin und schaue mir das an. Das machen wir jetzt nämlich mal. Warte mal. Wir wollen noch mal lesen, um was es eigentlich geht. Das habe ich, glaube ich, die letzten Male auch nicht immer so dran gedacht, hier in die Zeitung zu gucken. Nimm am Marathon an den Tiefsteinteichen teil und stelle einen persönlichen Angelrekord auf. Räume das Land in 6 Stunden oder weniger auf und erhalte eine einzigartige Dekoration mit nützlichen Gegenständen. Also jeder, der es in 6 Stunden, in unter 6 Stunden schafft, der kriegt auch eine Belohnung. Also selbst wenn man ein bisschen länger braucht als eine halbe Stunde, kriegt man trotzdem was. Finde alle vergessenen Kisten. Ja, weiß ich noch nicht. Mal gucken, wie weit ich's mache. Reise zu den Tiefsteinteichen und nimm an einem aufregenden Marathon teil. Räume das Land in 6 Stunden oder weniger auf und erhalte eine einzigartige Dekoration mit nützlichen Gegenständen. Also ich glaube, man kann da dann wieder Sachen eintauschen in bestimmter Anzahl und nachher hat man dann halt noch die Deko. Die schnellsten Spieler erhalten besondere Preise. Erreiche jeden Teich an dem Ort und fange so viele Fische wie möglich. Bis zum 1. August ist sie offen und die Ergebnisse des Marathons werden am 2. verkündet. Ich bin ein bisschen später dran. 2 Tage macht nichts, weil ich habe nämlich noch überlegt, ob ich es überhaupt spiele. Aber irgendwie habe ich jetzt gerade Luft und Energie und dann dachte ich, gut, wir schauen es uns mal an. Wir fahren mal hin. Karte auf und schwupsdiwups, da sieht man schon die Angelhelden, also die Angeln, die armen Fischlein. Du kannst in der Location Tiefsteinteiche am Marathon teilnehmen. Der Marathon beginnt, sobald du erstmals in die Location einreist. Bereinige die Location schneller als alle anderen, um Smaragde sowie eine einmalige Dekoration zu gewinnen. Ende den Marathon in weniger als 6 Stunden und erhalte einen großen Preis, nachdem die Ergebnisse verkündet werden. Also ich finde es eigentlich schön, gesetzt den Fall, man schafft es in 6 Stunden. Ich glaube, wenn man mal irgendwie so jenseits vom Level 100 die Power hat, dann schafft man das auch in 6 Stunden abzuräumen. Das ist wahrscheinlich gar nicht das Thema. Dann kommt jeder rein, der es halt einfach abräumt, ne, 100% macht. Aber ihr wisst ja selber, 100% sind bei mir halt noch überhaupt nicht drin. Und auch habe ich keine Motivation noch. Wie das dann mal ist, wenn ich die Power habe. Wird sich zeigen, aber ich meine, ja, warum sollen die High Level nicht auch ihre Herausforderung haben, wo die anderen dann halt erstmal sagen müssen, nee, doch eher nicht. Die sollen ja auch ein bisschen ihren Spaß haben ab und zu, ne? Also,
Wir düsen. Vorbereitung ist nicht mehr nötig. Wir düsen los. Schlitten ist auch schon gepackt. 5 Tage. Ja gut, was haben wir denn hier? Sieht zumindest mal ganz hübsch aus. Guten Tag, mein Freund. Was hast du denn Schönes? Okay, wir können gegen Fische. Gegen Fische, so schöne, ja, die sehen eigentlich ganz hübsch aus, so blau-orange. Dynamit eintauschen, das werde ich wahrscheinlich machen. Die Sachen hole ich mir eher nicht, ich habe Unmenge davon und nutze sie nie. Ah ja, und diese Sachen sind natürlich auch sehr nice. Ja, eigentlich alles. Also wenn man alle Fische hat, dann kann man wahrscheinlich auch alles rauskaufen, denke ich. So, was haben wir noch? Wir machen mal so. Also ist zumindest niemand da, der uns jetzt gleich anspricht. Oh, wir haben ganz viele Dinge, die wir mitnehmen können. Wir räumen erstmal unseren Schlitten aus, damit da überhaupt was drauf passt, wenn da schon so viel Zeug rumliegt. Und wollen wir das natürlich auch mit nach Hause nehmen? Warum ist denn dieser Turm hier noch sichtbar und nicht... Ist das irgendwas Besonderes? Hier ist was. Angelkiste, aufmachen zum Untersuchen. Was ist denn da drin? Sternchen. Oh, lecker Essen und deine Angel. Ah, damit wir gleich loslegen können. Und hier ist ein Schmetterlingsschwarm, den wir auch öffnen können. Und wir haben bis jetzt noch nichts ausgegeben. Oh, haben wir doch auch noch ein bisschen Kerosin. Ah, okay, da ist auch jede Menge Futter drin. Und Köder, ne? Köder. Oh, sehr schön. Gibt's hier irgendwas, was wir herstellen können? Nee. Nur das Lager. Ja gut, haben wir irgendwie Aufgaben? Nein. Haben wir hier? Ah, hier haben wir was. Mach an den Tiefsteinteichen alte Kisten auf. 10 Stück, dann kriegen wir ein Geschenk. Und stelle an den stillen Teichen, an den Tiefsteinteichen Angeln auf. Zungenbrecher, stillen, an den stillen Teichen, den Tiefsteinteichen Angeln auf. 7 Stück und auch dann kriegen wir ein Geschenkpaket. Hier hinten guckt auch schon irgendwie ein Bär durch. Was macht denn der hier? Oh ja, hier sieht man den Timer von der Challenge. Wir sind 2 Minuten drin. Oh, hallo Bärchen. Oh, und da ist schon eine Kiste. Ach Gott, kriegt man hier viele. Guckt mal, Goodies. Also könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt... Also bis jetzt, wir haben nur ein Gras weggemacht. Für kleinere Spiele vielleicht auch nicht schlecht ist. Was? Ach, der steht da bloß? Kann man den irgendwie mitnehmen? Das wäre eine hübsche Deko. Würde mir gefallen. Aber nein, geht nicht. Ach, apropos Deko. Ich glaube, hier können wir was mitnehmen. Eine Laterne. Haben wir noch was? Nee. 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 Eine Laterne und einen alten Koffer zum Öffnen. Da ist EP drin und Sammelzeugs, Betten. Oh, so furchtbar viel ist es nicht. Aber Kuchen. Und ein Apfel. Und ein Ziegelstein. Okay. Ich glaube, er tut uns nur irgendwie, sagen wir mal, begrüßen. Ja, gut. Dann gucken wir mal weiter. Wir haben halt tatsächlich nichts. Keine Aufgaben, keine Quest. Niemand, der auf uns zustürmt und uns bittet, irgendwas etwas zu tun. Jetzt müssten wir ja auch in der Gruppenwertung sein. Die Ergebnisse fließen in die Gesamt- und Gruppenwertung ein. Du kannst also doppelt so viel Preise gewinnen, aber wir haben dann natürlich nüschte nüscht. Okay, wie groß ist es denn? Ja, so relativ eventnormal groß. Ja, dann schauen wir uns doch mal um. Oh, ich glaube, da ist schon ein Teich, oder? Und wo kann man da jetzt die Angel aufstellen? Ah, aha, wir können ihn anklicken. Okay, wir können ihn anklicken. Eine Angel haben wir schon. Wir hängen sie mal hinein. Ah, und jetzt brauchen wir die Köder. Okay, und jetzt müssen wir warten. Wie lang?
Ah, da stand es doch gerade. Eine Dreiviertelstunde. Wir können auch beschleunigen, wenn wir wollen, aber nö. Ich hoffe, wir haben noch so viel Zeit, dass wir alle Fische rausholen können. Oder möglichst viele. Ich denke mal schon. Oh, was steht denn da hinten? Ist das wieder eine Angel? Das ist auch wieder eine Angelkiste. Hm, fehlt uns nur noch der Teich dazu. Und hier vorne haben wir auch noch einen Koffer gefunden. Da haben wir schon zwei. Das ist unser nächster Teich. Also es lichtet sich sehr leicht, muss ich sagen. Man kommt immer wieder auf so eine kleine Lichtung und da sind dann wieder ganz viele Kisten und Sachen, die man mitnehmen kann. Also ich glaube, also wirklich für so niedrigere Levels ist das sehr nice, um die Sachen zu kriegen. Da kommt man ganz gut voran. Selbst wenn man ein paar Tage braucht, aber man hat dann schön Belohnung. Und dadurch ist es dann auch wahrscheinlich relativ leicht, das ganz schnell abzuräumen. Denn wenn das so schnell frei wird, dann kann man auch mit Dynamit sehr gut arbeiten. Besser als wenn das so ganz eng ist, mit vielen Sachen, die groß sind und man dann halt alles in viel längerer Zeit erst raushauen kann. Aber bis jetzt also ist es sehr human, also könnte ich mir für den Marathon sehr gut vorstellen, dass es gut machbar ist. Aber wir wissen noch nicht, wie es hier drüben wird. Es kann auch sein, dass es jetzt erstmal schön einfach ist. Hier hinten ist nochmal eine Kiste. Und hier sind nochmal Köder. Und dann können wir unsere Angel noch aufstellen hier. So. Und den Köder dranhängen. Ja, man muss halt dann wieder dran denken, dass man da regelmäßig die Sachen abholt. Das ist das, was ich immer ganz gern vergesse, dass ich dann da nochmal vorbeigucke, wenn ich in meinem Kopf habe, oh, ich bin ja schon eigentlich durch. Das ist ein fetter Baum. Oh ja, okay, nur 100. Ja. Also wir werden hier so ein bisschen wieder, durch einen Bach begrenzt. So dass wir nicht einfach lustig, locker, flockig querbeet laufen können, sondern uns schon ein bisschen durchschlängeln. Aber wir haben jetzt wieder einiges gefunden. Hier hinten ist ein Koffer. Eigentlich haben wir von jedem, nicht nur von jedem eins, ein bisschen mehr. Angelzeug und Köder. Ja, von jedem eins gefunden, sozusagen. Wenn man davon ausgeht, dass hier unten, wo der nächste Koffer ist, vielleicht schon das nächste Areal wieder ist. Also hier ist noch mein Koffer. Und da können wir dann auch gleich mal... Oh, Angel, haben wir den noch hier hinten liegen? Wir haben doch gerade Angelzeug aufgelesen. Würde er nicht angeln können? Wir haben doch hier gerade eine Angelkiste aufgemacht. Oder war ich einfach zu schnell? Da ist sie. Platzieren und Köder dran, auch wenn wir den Teich noch gar nicht so richtig toll aufgedeckt haben. Aber wenn es trotzdem geht, umso besser. Ich glaube, hier sind wir in eine ordentliche Sackgasse geraten, denn das sieht doch sehr gut begrenzt aus. Wo kommen wir denn hier rüber? Oder ist hier noch ein Übergang? Oder müssen wir hier durch die dicken Trümmer? Also wenn, dann könnte ja fast nur hier was sein. Aber hier sieht es auch sehr, sehr dicht aus. Hier ist ein richtiger Wall. Vielleicht haben wir uns wieder hinten erstmal herumgezwängt und eigentlich geht es vorne weiter. Das wäre wieder so typisch für mich. Ja, da ist nichts, ne? Oh, das ist hier ein Übergang? Nee. Ich glaube, wir müssen hier vorne noch ein bisschen suchen. Vielleicht gibt es hier doch noch ein Brückchen, was uns rüberlässt.
guckt mal hier, das sieht doch gut aus. Da kommen wir in den mittleren Part. Und hier haben wir auch wieder einen Teich gefunden. Da hinten steht die passende Angel. Und um den Teich herum sind ganz viele Indigo-Augen. Und in der Vergangenheit habe ich immer gesagt, sammelt sie einzeln ab, denn sonst kriegt ihr keinen Wind heraus, wenn ihr Wind braucht. Und ich habe aber festgestellt, dass die das wohl geändert haben. Hier fällt Wind heraus. Keine Fässer und Kisten, die dann zu Hause nicht mal Wind abwerfen, sondern die kann man jetzt mit einem Klick sich holen und kommt auch zu seinem Wind. Und wenn man sie einzeln klickt, kommt so ziemlich dasselbe raus. Also nicht bei jedem Klick kommt mehr Wind raus, sondern mal Erfahrung, mal Wind, mal Energie. Und das kriegt man jetzt auch, wenn man sie mit einem Klick aberntet. Das finde ich sehr schön. Okay, gucken wir mal, ob wir genug Köder haben. Eigentlich sind ja immer ganz viele rausgeflogen aus so einem Schmetterlingsschwarm. Muss ja auch, weil man kann ja öfter hier angeln. Ich glaube, pro Teich waren es 46 Fische, die man rausziehen kann. Also von dem her braucht man ja jetzt jede Menge Köder. Jetzt haben wir hier, guckt mal, ich bin jetzt seit 46 Minuten hier auf der Map. Könnten wir mal gucken, ob hier oben vielleicht sogar schon was angebissen hat. Hat er schon was angebissen? Oh, noch 3 Minuten. Okay, dann warten wir die 3 Minuten, die Minuten noch ab. Und gucken dann mal, was wir da rausziehen und wie viel. Ach, hat was angebissen. Gucken wir mal. Erfahrungspunkte, Sammelzeugs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Fische. Mal gucken mal, wie viele Fische wir da rausgezogen haben. Also eigentlich ganz gut, ne? Ah, 46 Fische pro Zug. Ich dachte pro Teich. Pro Angelzug? Können wir da wieder was dranhängen? Okay. Sie steht da drin, wie viel da drin ist? Nee, auch nicht. Ja, okay, dann angeln wir mal gemütlich weiter. Ich meine, irgendwann sind natürlich die Köder alle. Dann war's das. Aber bis die leer sind, können wir hier schon einfach ein paar Fische abgreifen. Okay, dann gucken wir mal hier hinten noch weiter. Und vielleicht ist auch hier irgendwie noch ein Zugang. Mal schauen. Ja, eigentlich bis jetzt finde ich, okay, es ist nicht viel los. Man sucht halt die Teiche. Aber es ist sehr entspannend. Die Büschel, die man wegmachen muss, sind auch nicht sonderlich groß. Also kann man schon, wenn man so sagt, oh, ich will mich jetzt hier 1, 2, 3 Nachmittage oder je nach Level ein bisschen beschäftigen, dann kann man hier schon ein bisschen was machen und dann natürlich auch ordentlich Ressourcen abgreifen. Denn das ist ja auch immer die Möglichkeit bei den Events, dass man sich Ressourcen holt, von denen man vielleicht zu Hause gerade wenig hat und ist nicht auf die permanenten Locations angewiesen, die man vielleicht schon alle abgeräumt hat. Oder die das, was man braucht, gar nicht hat. Wie wir uns zum Beispiel erinnern an den Goldenen Canyon. Da war zwar ganz viel Trockenheit, aber leider keine Steine, sondern ganz viel Sand und Quarz und so ein Zeug. Und ja, da ist man ganz gut, ist ja ganz gut, wenn man hier in einer temporären Location dann ein bisschen auf diese Sachen zugreifen kann, die einem noch fehlen. Und auch nicht nur irgendwie auf Handel oder so angewiesen ist. Ich habe jetzt 2 Tage noch ein bisschen aufgeräumt und wir haben natürlich auch noch einiges entdeckt. Erstmal habe ich ab und zu mal wieder die Angeln hier bestückt und mich dann hier weiter gebuddelt.
Und das hat jetzt auch ein bisschen gedauert, weil es natürlich hier auch immer dichter wird. Bis zu diesem Wald, der so richtig schön dicht ist. Also gar nicht vergleichbar mit dem Anfang hier, wo alles so schön schwupp, 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 schwupp sich vor einem ausbreitet. Aber das macht ja nichts. Soll ja schon immer ein bisschen schwerer werden. Aber ich denke, ich habe alles gefunden. Wir arbeiten uns einfach mal so der Reihe nach durch. Wir haben, hier ist nichts, wir haben noch einmal Schmetterlinge. Und eine Angelausrüstung. Mit deren Hilfe wir dann auch hier wieder eine Angel platzieren können. Ach, was ist immer, die da noch liegt. Eine Angel platzieren und mit Ködern bestücken. Ihr seht, hier ist es schön leer, denn ich habe hier die Ton- und Stein-Ressourcen schön abgebaut. Und hinter der Steinwand gibt es tatsächlich auch nochmal schön Gold, wer das braucht. Kann sich das hier holen. Da ist nochmal eine Kiste. So, und weiter unten gibt es natürlich wieder einen Teig. Einen Teich. Da auch eine Kiste nochmal. Und Köder. Und war mal die passende Angel. Ist die vielleicht hier noch versteckt? Da habe ich gar nicht aufgeräumt. Also hier haben wir nochmal eine Kiste. Ah ja, guckt mal hier. Hier ist die Angel. Und damit können wir auch diesen Teich. So. Mit Angel bestücken. Und dann haben wir da oben noch eine Angel. Die hier ein bisschen Arbeit findet. So, und damit haben wir nämlich alle Teiche gefunden. Ich stelle an jedem Teich eine Angel auf. Nun muss ich jede mit einem Köder versehen und versuchen, Geduld zu haben. Mit einer Belohnung. Und dann haben wir hier natürlich noch eine und noch eine Truhe. Und dann haben wir auch die Truhen zusammen. Ich suche, die Suche nach den Kisten, die die Angler aus der vergangenen Saison zurückgelassen hatten, machten meine Freizeit schöner und meine Taschen deutlich schwerer. Auch hier bekommen wir ein Geschenk. Und da hinten sind nochmal Köder. Dann müssten wir eigentlich alles gefunden haben. Ja, Story gibt es leider keine. Man kann jetzt hier schön die Teiche ausheben, aber ja, den Graben ausheben. Und bei ihm hier eintauschen. Ein bisschen habe ich das schon getan. Aber ja, ihr seht, ich habe noch ganz viele Fische. Und eigentlich finde ich alles, was es dort gibt, interessant. Also man kann sich alles holen. Ja, okay, die meistens hole ich mir nicht. Da habe ich genug zu Hause liegen. Brauche ich nicht so unbedingt. Aber die anderen Sachen, die hole ich mir dann schon. Jo, gab es dann noch irgendwas, was ich euch unbedingt erzählen wollte? Also hier hinten habe ich auch noch ganzen Ton weggemacht. Also ich habe alles Ton geplündert, was es hier gab. Hier unten gibt es auch nochmal Gold. Hier hinten, hier hinten gibt es auch nochmal da Ton. Muss ich mir mal überlegen, ob ich das auch noch wegmache. Ich glaube, der Vorrat, den ich jetzt habe, der reicht dann schon erstmal. Also man kann hier auch sehr gut nach Ressourcen graben und dann halt regelmäßig hier bei den Teichen vorbeischauen und sich immer wieder mal die Fische holen. Ansonsten, wie gesagt, es gibt keine besondere Story, wie ihr gesehen habt. Man bekommt jede Menge Ressourcen. Es ist sowas, es muss nicht sein, es kann sein, wenn man dran Spaß hat und noch ein bisschen Beschäftigung braucht und sich freut, dass man sowieso dann auch noch nebenher Ressourcen abräumt, dann ist das ganz okay gewesen. Auf alle Fälle, für mich fand ich das jetzt schöner als das mit diesen Hunden und den Wasserschweinen. Die Hunde habe ich ja dann irgendwann mal aufgegeben. Ziemlich am Anfang, also ich habe nicht lang gesucht, als ich gemerkt habe, wie viel ich wegräumen muss, dafür habe ich es nicht mehr gemacht. Das mit den Wasserschweinen habe ich überhaupt nicht angefangen.
Und da fand ich jetzt das, sag mal, schon ein bisschen angenehmer, auch vom Durchkommen her und so. Und dass man dann wenigstens was hat, wo man so ein bisschen mit Währung was kaufen kann. Also das finde ich dann schon besser. Dann düsen wir mal nach Hause und schauen, was in den Geschenken ist. Einmal für die Teiche und einmal für das Finden der Kisten. Da schauen wir jetzt gerade mal. Und dann aufgeladen. Ist das aber nichts. Oh, ein Fass. Ja, komm raus damit. Zwei Fässlein. Und dann schauen wir mal ins Lager. Wir müssten ja zwei Sachen gekriegt haben. Gehen wir mal da hinten auf die Wiese, da sieht man es besser. Einmal, das ist jetzt für die Kisten. Und dann haben wir eins für die Teiche. Und wir haben noch eins. Das war doch auch von hier. Ich platziere es mal kurz. Nein, ich glaube, eins war jetzt... Ja, ein Geschenk ist von... Oh, aber welches? Eins ist vom Geschichtsabenteuer. Für die Mäuse. Aber ich weiß jetzt nicht mehr welches. Wahrscheinlich dieses, weil das jetzt weiter vorne war. Dann stellen wir das mal woanders hin. Das passt hier dann nicht dazu. Was kommt dann hier hin? Ich glaube, die beiden waren es, oder? Oder war das von den Mäusen? Ich weiß es nicht mehr. Das ist immer, wenn man mehrere Sachen nebeneinander macht. Dann wird alles vermischt. Weil das so hübsch aussieht. Müsste ich im Video schauen. Und dann schneide ich mir das so rein. Wie es passt. Ah, mal gucken. Wir machen einfach mal auf. Und ich ordne dann so, wie es gehört. Okay. Wir haben hier eine Kiste mit hübschen Herzchen dran. Mal schauen, was drin ist. Erfahrungspunkte, Sammelzeugs, Steine, Ton, Kohleerz, Gras, Würmchen. Ja, viele schöne Sachen. Wasser, Materialien und vieles Futter und drei Smaragde. Dann machen wir hier ein blaues Geschenk auf. Da ist auch, sind Erfahrungspunkte drin, Sammelzeugs, Ton, Steine, Kohleerz, Gras, Wasser und wieder so ein bisschen Werkmaterialien und Futter, eine Münze und drei Smaragde. Sehr schön. Und dann haben wir hier noch ein gelbes Geschenk. Das machen wir auch mal einfach auf und gucken, was darinnen ist. Sieht ein bisschen anders aus, ne? Steine, Ton, Sammelzeugs und EP natürlich. Ja, doch. Ah, diesmal ist Holz drin. Viel Holz und Würmchen und auch Werkmaterialien. Kuchen, eine Münze und drei Smaragde. Also im Prinzip ist da immer so ziemlich dasselbe drin in diesen Geschenken.